dieses Soulmask, wenn du, genau wie ich, Survival, Open World, Sandbox Games wie zum Beispiel Conan, Ark oder Valheim liebst, dann ist dies ganz sicher ein Spiel für dich. Ich selber hatte das Spiel gar nicht auf dem Radar, bis ich eingeladen wurde, hier eine Creator Beta zu spielen, und es hat mich richtig gefangen genommen, das kann ich euch sagen. Es bietet eine unglaubliche Tiefe, was Erkunden, Craften, Aufbau deines Stammes, Kämpfe angeht. Die Welt ist riesengroß, es ist fantastisch, diese Dinge alle dort zu entdecken. Es ist auch nicht ganz einfach. Also die Beta, die ich hier gespielt habe, war PvE, das heißt ausgelegt nicht unbedingt für Singleplayer, was sich durchaus auch in manchen Kämpfen bemerkbar gemacht hat. Aber ich konnte einfach nicht aufhören, es zu spielen. Ja, das kann ich euch wärmstens ins Herz legen. Das Spiel wird vom 5. bis 12. Februar im Steam Next Festival erscheinen. Und dort habt ihr die Chance, dieses Spiel euch auch mal anzuschauen. Außerdem habt ihr unten in der Beschreibung einen Link zum Discord von diesem Spiel, den ihr sehr gerne benutzen könnt. Und wenn viele von euch diesen Link benutzen, haben wir damit eine Chance auf 5 Keys für dieses Game. So, jetzt lasst uns aber starten. Ihr seht schon, die Character Creation ist im Moment noch etwas rudimentär, aber ganz witzig und durchaus ausreichend. Okay. wir bleiben in der Mitte. Boah, die Fett. Ein paar Muskeln spendiere ich uns mal. Und die Brust? Wumm. Nein. Normal, komm. Alles gut. So, ziehen wir uns wieder an. Jawohl. Was für ein Hammer. Schicke Rüstung. Sehr gut. Next. So, ich hoffe, es ist ja PvE. Das heißt, wir wissen jetzt nicht, um welche Tageszeit wir hier rauskommen. Bei meinem Glück ist es mitten in der Nacht. Oh, wir haben eine Maske gefunden. Die Maske hat uns gefunden, könnte man auch sagen. Ah ja, okay. So, wir können eine dieser Masken auswählen. Ach, das kann ich nicht drehen, okay. So ein bisschen Adlernase, Wildschwein oder... Ja, keine Ahnung. Wir nehmen mal die Adlernase. Und Pink, Silber. Silber passt zu unserem Haar. Und dann kann man hier noch die Farbe anpassen. Ich glaube, ich bleibe bei diesem Türkis. Name Doge Create. Ei. Ei. Ach, was habe ich gesagt? Bei meinem Glück kommen wir in der Nacht raus. 18.42 Uhr. Und wir sind oben Temperatur 27 Grad. 26 Grad. Okay. Harvest Grass. Also wir sollen erstmal Ressourcen sammeln. Mit L könnten wir das ausblenden. Unten links haben wir Tab. Ja, wir haben natürlich hier Character. Alles Dinge, die wir lernen können. Attack, also attackieren. Verteidigung, Defense, Attacke, Defense. Health Point, Stamina. Und ich nehme an, das sind Sachen, die wir hier lernen können. Genau, also diese Dinge werden hier langsam gefüllt, vermutlich. Dann, das sind Sachen, genau, die können wir lernen. Okay. Viel zu lernen, wenn ich das richtig sehe. Und was haben wir hier? Klassen-Skills. Okay, die verschiedenen Klassen. Quattro-Tornado-Slash. Kick. Also treten. Tiger-Strike. Yay.
Und diese Sachen können wir theoretisch lernen. Wir sind hier aber ja in einer Demo für Creator und hier ist im Moment bei Stufe 37 wäre hier Schluss. Gut, aber da sind wir ja auch noch nicht. Work. Okay, no work. Dann gehen wir hier wieder raus. T, da kommen wir ins Maskenmenü. Die Maske müssen wir irgendwie reparieren im Laufe der Zeit. Hier ist der Wissensbaum, was wir alles lernen können. Jo. Bronzezeit, Eisenzeit, Stahl. Deep in Ruins, okay. Ja, ich sammle hier mal ein paar Sachen auf. Wenn ich was sehen würde, wäre natürlich schick. Aha, Pickup-Quest completed. Also ich werde mich mal nicht ganz so weit hier von dem Startpunkt jetzt wegbewegen. Das ist echt duster. Ich ernte mal die ganze Zeit hier jetzt. Das bringt mir auf jeden Fall schon XP. Das kann ich schon mal sehen. Gibt es hier unter M, gibt es die Map? Okay, hier ist unser Startpunkt. Ja. Hier gibt es irgendwelche Geheimnisse. So, ich habe mal ein paar Materialien hier am Strand zusammengesucht. Und jetzt gehen wir mal hier rein, weil wir sollen T drücken. Dann kommen wir hier rein und dann auf Wissen und Technologie gehen. Und sollen freischalten das Bonfire. Rise of the Barbarian, Dawn of a New Tribe. Da ist jetzt kein Unterschied irgendwie. Ah, Dawn of a New Tribe. Bonfire. Campfire. Aha. Was ist jetzt der Unterschied? Wir sollen auf jeden Fall das lernen. Also machen wir das mal. Lernen. So. Jetzt das haben wir gelernt. Und sollen wir das jetzt herstellen? Stone Tools sollen wir jetzt noch lernen. Gut. Stone Tools. Basic Survival, das lernen wir auch mal, oder? Stone Tools. Pickaxe, Stone Axe, Butcher's Knife, Skuse, also eine Hacke. Okidoki, Basic Building sollten wir noch nicht lernen. Basic Slaughtering. Wie wäre es denn mal mit Basic Weapons? Basic Firemaking. Hört sich auch gut an, finde ich. Ah, Primitive Weapons. Pfeil und Bogen. Wie viele Punkte haben wir eigentlich? 20 haben wir noch. Sehr gut. Ich hatte ja schon ein bisschen was hier gemacht. Also einfach nur das Sammeln. Ja. Hat mir eben hier schon Punkte gebracht. So, dann können wir mal ein paar Sachen herstellen. Machen wir uns mal ein Feuer. So, hier sieht man, was fehlt uns. Flint fehlt uns. Also das können wir noch gar nicht machen. Da brauchen wir überall Flint. Ja. Gut, wie kriegen wir Flint? Indem wir weiter Steine sammeln vielleicht? Macht das irgendwie Sinn? Was ist denn das? Uch, da sitzt jemand. Wie kriege ich Flint, wenn ich keine Pickaxe habe? Hier finde ich immer nur Stein. Ah, das macht er, obwohl ich keinen Flint habe. Also ist, ach, das ist optional. Ah, guck mal, du brauchst entweder das oder das. I see. Gut, dann machen wir weiter hier. Pickaxe. Und hier kann man immer sagen, wie viele man haben will. Stone Axe. Butcher's Knife. Hacke. Torch. Weapons. Keine Weapons.
Was braucht man denn dafür zum Beispiel? Loks. Okay, also wir brauchen Holz. Gut. Das ist ja in Ordnung. Ah, es werde Licht. Wo sind hier Bäume? Ja, die sehen ja fast aus wie Spinnen, die Riesenkrabben. Eieieiei. Geht euch das auch immer so? Ihr kommt in so ein Spiel rein und es ist unter Garantie Nacht. Und ich sehe hier gerade. Ah, guck mal, da ist ein Baum. Hier sind mehrere Bäume. Oh. Okay. Oh gut, ich muss das nicht aufsammeln. Ich habe es automatisch. Ich schätze, ich sehe echt überhaupt nichts. Kann ich irgendwie Gamma? Gamma, 100%. Ah, wir machen es mal ein bisschen heller. Zumindest jetzt für die Nacht. Das ist eine schöne Animation. Irgendwie, wenn du ein Level machst, dann kommen diese Leuchtpunkte. Das finde ich nett. Aber offensichtlich kann man auch nicht von den Bäumen erschlagen werden. Also, das ist auch nett, ja. Wer schon mal Valheim gespielt hat, wurde wahrscheinlich irgendwann von einem Baum erschlagen. So, können wir uns jetzt Waffen machen? Einen Speer einmal herstellen, bitte. Ein Schild einmal herstellen, bitte. Flint, Sick Rope, Rope. Sick Rope. Nee. Ach, das muss man freischalten. Yay, ich habe das Feuer erfunden. Ah, jetzt sollen wir hier das Rope freischalten. Das ist unter Building und mit links gedrückt halten. Wie viele Punkte haben wir? 30. Ja gut, jetzt sollen wir Rope herstellen. Davon machen wir gleich mehr. Ja, das macht er jetzt. Das ist gut. Okay. Das war interessant. Mein Schlachtmesser. Okay, cool. Ich nehme an, jetzt können wir das hier braten. Inventory. Gut. Und. Ach, hier oben. E drücken. Machen wir mal alle. So. Dann haben wir noch gekriegt Blut. Federn. Was ist denn das? Poisonous Bug. Also ein giftiger Käfer. Ja, guck mal hier, der macht Kohle. Ja, gut, das ist ja nichts Ungewöhnliches, ne? Das sind offensichtlich alles Dinge, die wir finden können und kochen können. Wir sollen eine Foundation bauen. Building, Sedge Foundation. Eine bitte. So, das ging einfach. Yay. Unser Fleisch ist auch fertig. Aber wenn es Tag wird, ziehen wir weiter. Kann ich das hier wieder aufnehmen? Warte mal. Open, disable, also dismantle, relocate, recycle. Ich gehe mal auf recycle. Ah ja. Man muss ein bisschen länger gedrückt halten, dann kriegt man irgendwas wieder. Gut. Und es wird Tag, yay. Das möchte ich auch recyceln eigentlich. Ach so, jetzt habe ich das alles wieder. Ja gut, ist auch okay, ne? Gut. Wir haben Waffen. Wir haben einen Speer. Dann haben wir hier offensichtlich was zu essen.
Mal gucken, was wir noch. Käfernetz brauchen wir, glaube ich, nicht gleich. Das haben wir alles, das haben wir. Wooden Bow machen wir uns mal ein. Arrow. Wo finde ich denn die Arrows? Das machen wir noch. Was fehlt uns da? Ein Wooden Handle? Nee, das können wir nicht. Da fehlt überall Wooden Handle. Das können wir alles nicht. Aber es muss doch möglich sein, Pfeile zu machen. Wooden Arrow. Da ist er ja. Okay. Anklicken und dann E. Und ich denke, wir müssen die einmal da drauf ziehen. Ja, müssen wir. So, das reicht erstmal. Gut, dann machen wir uns mal auf den Weg. Wir gehen mal in die Richtung vielleicht. Oder dahin. Wir können hier mit V können wir einen Shortcut setzen. Okay, Fort Shortcut Mark. Oh, wir haben Nebel. Toll. Nee, Regen. Shortcut, da in die Richtung gehen wir mal. Linnengear, da ganz unten. Das machen wir. Linen Attack Gear, jawohl. Okay. Linnengear. Stone Necklace. Ja, das bringt uns offensichtlich schon mal ein bisschen was. Dann machen wir davon eins. Dann können wir das schon mal anziehen, sozusagen. wo ist es? Da. Excellent. Also offensichtlich stellt man Materialien in unterschiedlichen Qualitäten her. So ein bisschen abhängig eine Glückssache sozusagen. Necklace. So. Das gibt uns doch sicher schon mal. Ja, das gibt uns schon mal ein paar Punkte und mehr Gesundheitspunkte auch. Was fehlt denn uns da? Linnen. Linnen. So, dann brauchen wir wahrscheinlich einiges an Linnen. Dann stellen wir uns schon mal ein paar Schuhe her. Schuhe. Gloves. Ah ja, hier sieht man jetzt nochmal, dass es unterschiedliche Qualitäten gibt. So, damit haben wir schon mal was an. Sehr gut. Was zeigen die an hier? Die rennen weg. Okay, wir hatten ja ein Ziel. Da wollen wir hin. Ah, ich kann klettern. Es wackelt ein bisschen, aber ich kann klettern. Und ich kann fallen. Ich nehme an, hier muss man auch darauf achten, dass man genug Energie hat, ne? Ach komm! Da müsste man doch drauf stehen können. So. Na komm. Oh, Schwein gehabt. Okay. Wo ist mein, wo ist denn der Punkt, wo ich hin wollte? Da. Ah, hier hört es auf zu regnen. Yay, die Sonne scheint. Yay, yay, yay. Discovered. Ancient Ruins. Oh, guck mal. Da hat sich jemand ein Häuschen gebaut. Hallo. Oh, guck mal, da ist ein Ohr, das sich bewegt. Hm. Ich sehe aber nichts. Oh! Oh. Buschdock. Okay. Von wegen ein Ohr. Drei Ohren. Kann man da drauf klettern? Kann ich hier drauf klettern? Ja. Hehe. Nee.
Oh, ich habe gerade meine Bogen-Proficiency hier verbessert. Der Punkt ist nur, gleich habe ich keine Pfeile mehr, wa? Und auf die Energie muss man natürlich auch achten. Eins. So, wo sind die anderen Ohren? Da hinten sind die anderen Ohren. Kann ich mehr Pfeile machen? Wie war das jetzt? Arrow? Nee. Okay. Jetzt habe ich keinen Pfeil mehr. Das ist blöd. Der andere ist... Wo ist der andere Hundi? Okay. Ich sehe gar nichts. Bleib hier. Bleib hier. Okay. Cool. Sorry, kleine Hundis. Und du auch. E für was? Bushdog Main Menu. Hunting Score. Hunting Experience. Gender. 15 Kilo weiß. Rarity. Okay. Aha. Fatal Hit. Na gut. Sehr gut. So, was gibt's hier noch? Was gibt es hier? Hier gibt es... eine Kiste. Eine Schatzkiste. Was haben wir da? Noch mehr Fänge und Hundezähne und... ein Sonnenstein mit schwacher Energie und einen grünen Kristall. Und wie nehme ich alles? Mit Tee nehme ich alles. So. Was mache ich damit? Ah, damit kann ich meine Maske reparieren. Okay. Kann ich damit so einen Ring bauen? Nee, ne? Nee, da braucht man noch was anderes, was auch grün ist. Okay, dann gehen wir nochmal in dieses Maskenmenü. Jetzt können wir hier was reparieren, ja. Mehr Energie. Mehr Stärke. Awareness, Strength. Mehr Aufmerksamkeit, oder? Und Falling Buffer. Ah ja, okay. Also ich nehme mal hier, ich fange mal einfach oben an. Fertig. Mit drücken. Der braucht zwei, der braucht zwei, der braucht zwei. Die brauchen alle zwei und ich habe nur noch... Der bräuchte einen, aber da kann ich nichts machen. Nee, der braucht, weiß ich nicht, was der braucht. Wir gehen weiter in die Richtung hier. So, hier so hoch. Weil die Karte geht ja offensichtlich... Oh Gott, ja doch, die Karte geht in die Richtung weiter. Genau. Und hier ist Schluss. Also gehen wir hier, sag ich mal, hier zu diesem See vielleicht. So, es ist wieder morgen. Und wir werden mal gucken, was uns da erwartet. Das ist, ja, wahrscheinlich auch irgendwelche alten Ruinen. Wir schleichen uns mal vorsichtig an. Da sehe ich doch schon jemand.
Mist. Oh. Hallo? Oje. Hä? Bin ich irgendwie unsichtbar oder so? Hallo? Jetzt bin ich offensichtlich nicht mehr unsichtbar. Okay. Irgendwie... Ach, herrje. Okay. Die sind noch einiges stärker als ich. Kann ich jetzt nicht hier an meinem Campfire... Gerade voll durch die Dornen gerannt. Nochmal. Papiere tun einem eigentlich nichts. Außer man greift sie an. Ich fand das eben extrem schwerfällig da mit dem Kampf. Gleich dich mal an. Ich bin auf der anderen Seite. Ja. Oh shit. Ach ja, vorhin ist sie immer gleich weggerannt. Jetzt kommt sie hinter mir her. Okay. Boah, die Geräusche eben. Oh, okay. Ja, wir brauchen besseres Werkzeug. Aber für besseres Werkzeug oder für bessere Waffen brauchen wir die Werkbank. So, das heißt, wir gucken mal, ob wir da hinkommen. Also der Wald hier, das ist wirklich schön gemacht. Wirklich schön gemacht. Oh. Mist. Mistviecher. Diese kleinen Hunde. Oje, fast gestorben. Ah, das habe ich... Vorhin habe ich gedacht, was ist das? Wenn du die linke Maustaste gedrückt hältst, dann kannst du diesen speziellen, schnellen Move offensichtlich machen. Okay, jetzt sind wir natürlich fast tot. Und irgendwie konnte ich ja vorher nicht spawnen, da wo ich dachte, dass ich spawnen kann an meinem Lagerfeuer. Also wir brauchen unbedingt eine Base jetzt. Das schaut doch gut aus hier. Ja, das gefällt mir hier. Das ist so eine Art Insel. Jo, hier bauen wir. Hopp. Ich denke, hier gibt es ziemlich viel Materialien. Okay, sehr gut. So, dann hier die... Ne, die 6 brauchen wir. Enemies Campfire? Wo ist denn hier ein Enemies Campfire? Ach komm. Tja, ich war tot und jetzt sitzen da unten zwei von diesen lieben kleinen süßen Hunden und die haben mich leider, so wie ich wieder revived war, also wiederbelebt war, gleich wieder totgebissen. Und ich habe mich jetzt hier auf eine Palme geflüchtet.
Und was mache ich jetzt? Geht mal weg, Hundis. Ich weiß nicht, ich komme nicht an mein Deathpack ran. Da liegen sie, zwei Stück. Guck mal, die gehen hier mit mir mit. So ein Scheiß. Geh da. Nein, komm. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Das Gute ist, ich habe entdeckt, es gibt zwei von diesen Bonfire. Und das zweite Bonfire, wenn man das macht, dann kann man da sich wiederbeleben. Nein, nein, nein. Oh Gott. Keine Chance gegen die Mistviecher. Zumindest muss ich keinen riesen Death Run machen. E. Nein. E. T. So. Guck mal, ich kann da nicht hoch. Jetzt. Okay. Wo sind die Mistviecher? Wo? Wo sind sie? Ich sehe sie nicht. Die waren hier doch eben noch. Gibt's doch nicht. Ach Mann. Was für eine Shitshow, Leute. Also das mit dem Waffenwechseln geht, finde ich, langsam. Ja, vor allen Dingen, wenn du dich bewegst, dann dauert es langsamer als jetzt so. Zumindest wird es jetzt mal Tag. Aber ich sehe da hinten. Habe ich da was? Guck, da haut er ab. Da haut er ab. Nee, das war einer von den Hunden. Der hat so ein anderes Tier gejagt, glaube ich. Also ein Lagerfeuer schützt dich nicht. Das hier ist irgendwie das bessere Lagerfeuer aus diesem Bereich hier. Keine Ahnung, wo ist es denn jetzt? Es gibt auf jeden Fall zwei. Und das unter Building ist das bessere. Ja. So, ein bisschen Energie kriege ich wieder, wenn ich was esse. Es macht auf jeden Fall Sinn, länger in diesem Anfängerbereich zu bleiben und nicht so wie ich hier jetzt gleich weiterzuziehen in diesen noch grauen Bereich, weil die Gegner sind doch sehr viel stärker hier, je weiter du dich von dem Anfängerbereich weg entfernst. Und ja, auf jeden Fall meine Empfehlung, bleibt eine ganze Zeit erstmal in dem Anfängerbereich. Da muss ich den Stein wegmachen. Okay, dann als erstes mal einen Wir brauchen Behälter. Okay. Was soll das? Kein Kommentar. Hat er das aber... Nee, der hat das nicht kaputt gemacht. Keine Ahnung, vielleicht kennt jemand die PvE-Sprache und kann mir sagen, was das war. Gucken wir uns die Form aus. Window. Ja. Und... Okay. Und was haben wir noch? Eine Leiter haben wir gebaut. Und eine Tür. Leiter, also eine Treppe und eine Tür. Gut. Wir brauchen eine Werkbank, ne? Wie war das? Carpenter's Workbench.
Carpenter's Table. Das müssen wir noch freischalten. Basic Carpentry. Da gibt es auch eine bessere Box, wenn ich das richtig sehe. Und Craftsman's Bench, die wollen wir auch, denke ich, erstmal. So. Carpenter's Bench, was braucht der? Steine und Steine. Rope und Logs. Okay. Ich finde das gut, dass man immer die Auswahl hat, was man nimmt, weil man hat entweder von dem einen oder von dem anderen mehr, glaube ich. Das ist schon ganz gut. So, und dann war das andere Craftsman. Ups. Craftsman Bench. Ah ja, da brauchen wir aber erstmal Planken. Die macht man sicher an der anderen Bank. Oder so. Ja, okay. Gut. So, Planken. Haben wir noch anderes Holz? Ah, jetzt muss ich hier drin stehen bleiben. Ich mach mal 10. Ah, das geht ja relativ schnell. Davon hätte ich auch gerne welche. Branches brauchen wir dann noch. Da habe ich schon gesehen, für die besseren Waffen brauchen wir so eine Wooden Handle. Planks. Splints. Medizin. Planken. Rope. Okay, davon machen wir uns auch gleich mal 2 oder so. Was ich zu dem Zeitpunkt meines ersten Baus nicht wusste, ist, dass man so ein großes Campfire, wie ihr hier seht, benötigt, damit dein Gebäude nicht zerfällt. Und dieses große Campfire beschützt dein Gebäude auch nur dann, wenn es tatsächlich brennt. Das heißt, wenn man das Spiel verlässt, muss ausreichend Brennstoff hier in dem Campfire sein, damit dein Gebäude auch noch steht, wenn du das Game vielleicht nach einem oder womöglich nach 2 Tagen wieder betrittst. Ich kann euch dieses Spiel nur wärmstens ans Herz legen. Es macht unglaublich viel Spaß. Es ist herausfordernd, aber das ist wahrscheinlich auch genau das, was Spaß macht. Und schreibt mir doch mal in die Kommentare, was ihr denkt. Wollt ihr mehr von Soul Masks sehen in der Zukunft? Ansonsten sehe ich euch beim nächsten Mal. Viel Spaß im Spiel!